Was wäre die Folge? Und da sind wir wieder live zurück in eben dieser lebendigen Demokratie, die jetzt diskutiert über das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, übersetzt so viel wie umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen. Die Linksfraktion hat dazu zwei Anträge gestellt in der heutigen Debatte, nämlich eine vorläufige Anwendung dieses CETA-Abkommens zu verweigern. Und man will außerdem abgestimmt haben, über den Antrag für eine lebendige Demokratie, fairer Handel statt TTIP und CETA. Und die Begründung für all diese beiden Anträge, die liefert jetzt Klaus Ernst. Entschuldigung. Der unerträglichen Geheimniskrämerei um diese Abkommen, die einige von Ihnen mit Freude verteidigt haben, folgt also noch ein Schritt mehr: die Ausschaltung der nationalen Parlamente. Meine Damen und Herren, das ist nicht hinnehmbar. Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass diese Umgehung der nationalen Parlamente verhindert wird. Eine Inkraftsetzung von CETA darf es erst geben, wenn die nationalen Parlamente beraten haben. Sonst entmachten wir uns hier selber. Ich will das erklären. Durch eine vorläufige Anwendung sollen die Vertragsteile in EU-Kompetenz noch vor dem Ratifizierungsprozess durch die Mitgliedstaaten in Kraft treten, allein durch Beschluss des Ministerrats. Das Europäische Parlament darf als Entgegenkommen davor über CETA abstimmen. Übrigens, ein Recht darauf hat es nicht. Lesen Sie die entsprechenden Bestimmungen nach. Doch bisher ist äußerst umstritten, welche Bereiche in den Kompetenzbereich der Mitglieder fallen und welche nicht. Das ist vollkommen offen. Die EU sagt nach wie vor, das ist alles unser Ding und die Nationalstaaten haben eigentlich gar nichts zu melden. Auch die Bundesregierung kann dazu weiterhin keine klare Auskunft geben. Und das, obwohl seit Ende Februar der endgültige Vertragstext vorliegt. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass jedenfalls die CETA-Bestimmungen zu Investitionsschutz und zur Beteiligung von Investitionsstreitigkeiten auch die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten berühren. Der juristische Dienst des Rates wiederum ist gegenteiliger Auffassung. Undurchsichtiger geht es wirklich kaum. Wir sehen, CETA ist ein äußerst kompliziertes und komplexes Abkommen. Ein Aufsplittern in EU-Only-Teile und gemischte Teile ist weder sinnvoll noch möglich, meine Damen und Herren. Auch Professor Mayer von der Universität Bielefeld schreibt in einem Gutachten, übrigens im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums: Wie ein Tropfen Pastis ein Glas Wasser trübt, machen schon einzelne Teilaspekte eines Abkommens das Abkommen als Ganzes von der Zustimmung der Mitgliedstaaten abhängig. Ein Gutachten fürs Wirtschaftsministerium. Wenn man dem folgt, ist vollkommen klar, dass die Bundesregierung im Rat keiner vorläufigen Abwendung von einem solchen Abkommen zustimmen kann. Eigentlich vollkommen klar. Aber es kommt auch noch dicker. Auch die EU-Kommission, die offen lässt, ob CETA als Ganzes nicht doch in alleiniger EU-Zuständigkeit liegt, will ja diese Frage mit einem Gutachten vom Europäischen Gerichtshof klären lassen, und zwar auf der Basis des Freihandelsabkommens von Singapur. Das soll es allerdings erst nächstes Jahr geben, dieses Gutachten. Vorher allerdings soll über eine vorläufige Anwendung entschieden werden. Ja, was ist das denn, meine Damen und Herren? Da merkt man doch, dass die Leute hier hinter die Fichte geführt werden. Und wenn wir da mitmachen, dann muss ich wirklich sagen, das versteht kein Mensch mehr. Dieses Abkommen, und das kommt hinzu, ist bei den Bürgern höchst umstritten. Es wird gerade nach der Geheimniskrämerei eine Mitwirkung der Parlamente erwartet. Aber die vorläufige Anwendung schafft Fakten, bevor die nationalen Parlamente entscheiden dürften. Was würde passieren, wenn CETA nach einer vorläufigen Inkraftsetzung in den nationalen Abstimmungen durchfällt? Ja, glauben Sie, dass dann die Abkommen wieder zurückholbar sind? Wenn man eine Schleuse beim Wasser öffnet, ist das Wasser durch, das kriegt man nicht mehr zurück. Und genau ist es bei so einem Abkommen. Deshalb, meine Damen und Herren, wir erwarten eine klare Haltung der Bundesregierung, dass es keine vorläufige Anwendung von CETA gibt, und wir erwarten, dass das deutsche Parlament dem Minister in dieser Frage den Rücken stärkt und deshalb unseren Antrag zustimmt, keine vorläufige Anwendung von CETA.
Klaus Ernst, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion, sieht die Menschen, wie hat er so schön gesagt, hinter die Fichte geführt beim Handelsabkommen zwischen EU und Kanada. Hier ist das Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Abgegebene Stimmen 570, mit Ja haben gestimmt 424, mit Nein haben gestimmt 143 und enthalten haben sich 3 Kolleginnen und Kollegen. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Nächster Redner ist der Kollege Joachim Pfeiffer für die CDU-CSU. Das ist also das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu den sicheren Herkunftsländern Algerien, Tunesien, Marokko. 143 Nein-Stimmen haben wir gehört. Das sind mehr als die Opposition hier vereinigt. Die kommt ja auf 127, also durchaus auch Widerspruch aus den Reihen der Koalitionsfraktionen. Wir gehen zurück zur Debatte über das CETA-Abkommen, über das Handelsabkommen zwischen EU und Kanada. Nach der vehementen Kritik von Klaus Ernst an diesem Abkommen jetzt ein Befürworter dieses Abkommens, Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Von Arbeitsplätzen. Die Absenkung von Zöllen führt dazu, dass es eine Produktauswahl zu niederen Preisen gibt, dass der Wettbewerb intensiviert wird. Und es ist eben in der sozialen Marktwirtschaft das Kernelement. Der Wettbewerb führt dazu, dass Effizienzpotenziale gehoben werden, die dann dem Verbraucher und dem Menschen zum Vorteil gereichen. Das ist Freihandel, und dieser Erfolg, den leben wir in Deutschland jeden Tag. Es gibt kein Land in der Welt, was so sehr in die Globalisierung, in den weltweiten Handel eingebunden ist wie Deutschland. Nicht nur unsere leistungsfähige Industrie, sondern vor allem auch die mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Ich komme aus der Region Stuttgart, dort gibt es sehr viele mittelständische Unternehmen, sogenannte Hidden Champions, Weltmarktführer in bestimmten Bereichen. Und da können Sie von Stihl zu Kercher zu Leibinger zu Firma Schneidmann und wie sie alle heißen, kleine Unternehmen zum Teil mit 30, 40 Beschäftigten, 50 Beschäftigten bis zu mehreren hundert oder tausend. Und alle diese Unternehmen haben heute Exportanteile weit über 50%, zum Teil 90%. 90% Export, die Basis für unseren Wohlstand hier in diesem Land bilden. Und da treten Sie an und sagen, Handel braucht keine Regeln, ganz offensichtlich. Wir gestalten die Globalisierung nicht oder wir überlassen sie anderen. Das ist definitiv nicht unsere Politik. Wir wollen die Globalisierung gestalten. Und deshalb brauchen wir Regeln. Die Globalisierung braucht Regeln und muss gestaltet werden. Und um was geht es? Es geht um die Absenkung von Zöllen und so auch bei CETA. Wir haben 22% noch Zoll auf Baumaschinen, Züge, stromproduzierende Maschinen, 11,5% auf Wein, Bier, Liköre, Schokolade. Damit sparen die EU-Exporteure, selbst wenn sich nichts weiterentwickelt, die Exporte sich nicht erhöhen würden, 500 Millionen Euro jährlich beim Export nach Kanada. Aber das ist keine statische Betrachtung. Schauen wir mal die Freihandelsabkommen an, die Hunderte, die Deutschland in der Vergangenheit geschlossen hat, oder die, seit die Zuständigkeit bei der EU liegt, die jetzt auch die EU abgeschlossen hat. Nehmen wir mal das Freihandelsabkommen mit Südkorea. Da gab es auch Befürchtungen, insbesondere aus der Automobilindustrie, dass die Koreaner vielleicht dort mehr profitieren, als wir profitieren. Was ist aber das Ergebnis? Die EU-Ausfuhren nach Südkorea sind insgesamt um 35% gestiegen. Und bei den Gütern, wo wir liberalisiert haben, sind sie sogar um 46% gestiegen bei vollständiger Liberalisierung. Das heißt, ein Erfolgsrezept, Freihandelsabkommen EU mit Südkorea. Der Anteil der deutschen Premium-Marken in Südkorea hat sich von 25% auf 75% erhöht. Und dies in den Jahren
der vorläufigen Anwendung dieses Abkommens. Wir haben nämlich eine Zuständigkeit bei der EU und in der Tat haben wir einen Wirrwarr. Und da kann man sich mal drüber unterhalten, ob man den vielleicht bereinigt. Wir haben Zuständigkeit der EU generell. Die EU verhandelt diese Freihandelsabkommen in einem Rahmen, den die nationalen Staaten, so auch wir, der EU vorgeben. Dann kommt man irgendwann zu einem Ergebnis und dann wird es demokratisch legitimiert vom EU-Parlament, das dafür die gleiche demokratische Legitimation hat, wie wir hier im Deutschen Bundestag genehmigt. Da wir aber auch Teile haben, die in der Tat sogenannte gemischte Anteile haben, müssen auch die nationalen Parlamente zustimmen. Das sind aber zum Teil nicht nur die nationalen Parlamente. In Belgien stimmen offensichtlich auch die 70.000 Deutschsprachigen in ihrem Regionalparlament auch darüber ab. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob dieser Prozess besonders sinnvoll ist, weil es über Jahre zum Teil dauert. Deshalb hat das Abkommen Südkorea fast 5 Jahre gebraucht, bis es letztlich von allen 28 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Aber es wurde im letzten Jahr auch von Italien und Griechenland als letzte ratifiziert. Und jetzt haben wir das Abkommen mit Kanada, was neben den Zöllen auch Standards schafft, vereinheitlicht und damit insbesondere Doppelstandards beseitigt. Wiederum ein großer Vorteil, insbesondere für unseren Mittelstand. Ein großes Thema bei CETA ist das Vergaberecht. Mit CETA haben EU-Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen in Kanada auf allen Verwaltungsebenen, also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in den Provinzen, die Möglichkeit, sich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. Das ist bisher nicht der Fall. Auch hier Wettbewerb, neue Chancen für Unternehmen aus der Europäischen Union und natürlich auch umgekehrt. Und da frage ich jetzt, wo liegen hier die Gefahren? Wo liegen die Probleme? Also ich kann da überhaupt gar keine erkennen, sondern wir gestalten gemeinsam mit anderen Partnern die Globalisierung. Und es wäre insgesamt in der Tat wünschenswerter, wir könnten die multilateral gestalten im Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation. Da kommen wir aber leider nicht in der Geschwindigkeit voran, wie wir uns das wünschen. Deshalb hat sich auch die EU entschlossen, nachdem viele andere Regionen, viele andere Länder dieser Welt bilaterale Abkommen schließen, um die Globalisierung in ihrem Sinne zu gestalten, dass wir nicht abseits stehen, sondern dass wir mitspielen, dass wir versuchen, unsere Standards zum Weltstandard zu machen und dass diese Standards dann wiederum hoffentlich auch in multilaterale Abkommen einfließen können. Und so auch bei der Frage der Investitionssicherheit, auch der Frage von Schiedsgerichtshöfen. Beim vorliegenden Abkommen EU-Kanada haben wir zum ersten Mal ein neues Verfahren, was Schiedsgerichte anbelangt. Richter entscheiden, die unabhängig sind, von Vertragsparteien ernannt werden, keine Nebeneinkünfte haben dürfen, Berufungsinstanzen, Verhandlungen sind öffentlich, Schriftsätze werden veröffentlicht, vieles andere mehr, was in der Vergangenheit nicht so war. Das ist das beste Abkommen, was wir jemals hatten. Und deshalb haben wir eine Chance, vielleicht diese Punkte, die wir gemeinsam mit Kanada erarbeitet haben, auch in andere Abkommen hineinzuverhandeln. Deshalb wird auch bei TTIP drüber gesprochen und verhandelt. Die Amerikaner sehen das zum Teil anders, aber deshalb wird ja verhandelt. Wir verhandeln mit den ASEAN-Staaten. Wir verhandeln mit Japan. Wir wollen eines mit China verhandeln. Und gerade mit diesen Ländern in Asien ist es wichtig, dass wir Investitionssicherheit, Planungssicherheit für unseren Mittelstand und unsere Wirtschaft, unsere Unternehmen, unsere Arbeitnehmer schaffen. Und deshalb wollen wir all die Dinge, die wir jetzt mit Kanada erreicht haben, auch in zukünftige Handelsabkommen einfließen lassen. Und jetzt müssen Sie mir erklären, ich kann es beim besten Willen nicht erkennen, wo hier Gefahren für den Verbraucherschutz, für den Menschen, Paralleljustiz oder was Sie immer sagen, hier irgendwo auftreten. Das kann ich beim besten Willen nicht erkennen, sondern Freihandel,
der gestaltet wird, von uns mitgestaltet wird in der Globalisierung, ist und bleibt die beste Formel für Wachstum, für Wohlstand und für Arbeitsplätze. Deshalb stimmen wir gerne dafür und sind froh, dass CETA jetzt endlich dann auch verabschiedet werden kann und in Kraft tritt. Handel braucht Regeln, Regeln schützen den Wohlstand auch bei uns. Es geht vor allem um die Absenkung von Zöllen, sagt Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Und im Übrigen sei das Abkommen mit Kanada und den Europäern das Beste, das wir jemals hatten. Nämlich einmal die Frage, was von solchen Abkommen überhaupt zu. Jetzt eine Anmerkung des Bundestagspräsidenten. Und zum anderen die Frage, ob für ein ausverhandeltes Abkommen eine mögliche Zustimmung der Bundesregierung zum vorläufigen Inkraftsetzen eines Teils dieses Abkommens ohne Zustimmung des Bundestages erfolgen kann und soll. Die beiden Dinge hängen eng miteinander zusammen, sind aber völlig unabhängig voneinander zu entscheiden. Und dafür bitte ich nun wirklich im Interesse des ganzen Hauses alle Beteiligten, jede denkbare Sorgfalt zu verwenden. Anmerkungen des Parlamentspräsidenten zu diesem Abkommen und vor allem der Rolle des Bundestages dabei. Und ob nicht der Bundestag grundsätzlich zustimmen sollte zu solchen Handelsabkommen, bevor sie in Kraft treten. Das ist ja auch eine Debatte, die rund um TTIP eine ganz, ganz große Rolle spielt. Jetzt Katharina Dröge für die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte mich erstmal für diese klaren Worte zum parlamentarischen Beratungsprozess und der Verantwortung, die wir haben im Abstimmungsprozess über die Abkommen bedanken. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Aussage von Ihnen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir heute auch über die Frage der vorläufigen Anwendung dieser Abkommen miteinander sprechen. Ich möchte davor aber noch einen Schritt zurückgehen. Ich möchte nämlich über beides sprechen, sowohl über die Beratung des Inhaltes als auch nachher über die Beratung der Verfahren. Und auch da möchte ich über unser parlamentarisches Selbstverständnis sprechen, also darüber, wie ernst wir das eigentlich nehmen, was wir hier miteinander tun im Parlament. Das Abkommen mit Kanada liegt nämlich seit fast 2 Jahren vor. Seit dem Sommer 2014 liegt es vor in englischer Sprache. Und wir haben miteinander diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt wäre, dieses Abkommen zu beraten. Wir als Grüne und auch die Fraktion der Linken hat immer wieder Anträge ins Parlament eingebracht mit Kritikpunkten am Verhandlungstext. Im Sommer letzten Jahres haben wir einen ganz ausführlichen Antrag eingebracht in die Beratung. Und Sie als Koalitionsfraktion haben uns immer wieder gesagt, Sie wollen das Abkommen genauso wie wir ernsthaft beraten. Aber Sie würden das gerne erst dann machen, wenn das Abkommen in deutscher Sprache vorliegt, wenn auch wirklich eine fundierte Beratung des Textes möglich ist. Und das ist ein Argument, was ich durchaus ernst nehme. Die Frage ist nur, wir haben jetzt die Information bekommen, dass der Handelsministerrat im Oktober diesen Jahres über das Abkommen beschließen wird. Und das Abkommen liegt immer noch nicht in deutscher Sprache vor. Höchstwahrscheinlich wird das Abkommen erst Ende Juni, Anfang Juli, also zu Beginn unserer parlamentarischen Sommerpause, vorliegen. Das sind jetzt 500 Seiten Vertragstext und 1500 Seiten Anhänge. Und die Frage ist, die ich Ihnen ganz ernsthaft stellen möchte, wie stellen Sie sich jetzt ein geordnetes parlamentarisches Beratungsverfahren vor, von dem Sie immer gesprochen haben? Und ich denke, es ist unsere Verantwortung, dieses parlamentarische Beratungsverfahren sicherzustellen. Denn wenn die Bundesregierung im Handelsministerrat sowohl über den Vertragstext als auch gegebenenfalls über die vorläufige Anwendung des Abkommens entschieden hat, dann glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass danach noch eine andere parlamentarische Beratung erfolgen wird. Sie als Regierungsfraktion müssen, wenn Sie noch etwas an diesem Vertragstext ändern wollen oder wenn Sie Ihrer Bundesregierung noch etwas mit auf den Weg geben wollen im Abstimmungsverhalten, jetzt über das Abkommen reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da das Abkommen immer noch nicht in deutscher Sprache vorliegt, kann ich nur sagen, dann egal, ob es in englischer Sprache vorliegt oder nicht, die Analyse muss jetzt erfolgen. Und das Beispiel Schiedsgerichte, da müssten Sie mir doch auch zustimmen, ist doch das beste Beispiel dafür, dass es notwendig ist, dass man jetzt über dieses Abkommen redet. Sie haben gerade hier gefeiert, dass wir Veränderungen bei den Schiedsgerichten durchgesetzt gekriegt haben. Wir sagen, das reicht nicht. Das ist immer noch weiterhin das alte ISDS. Aber ich gebe Ihnen recht an dem Punkt, dass es Veränderungen gegeben hat. Die hat es aber nur gegeben, weil wir uns dieses Vertragswerk angeguckt haben im Sommer 2014 und kritisiert haben, was daran schlecht ist, und Druck ausgeübt haben auf die Bundesregierung und gesagt haben, mit uns wird es keine Zustimmung zu solch einem Abkommen geben, wenn diese schlechten Regelungen da drin sind. Nur durch diesen Druck ist überhaupt etwas passiert. Und ich frage Sie, wo kommt der Druck von Ihnen, wenn wir in der Beratung immer weiter warten
warten, bis es endlich einen Vertragstext gibt. Was sollen wir denn im September 2016, ist es jetzt, ja, 2016 noch machen, wenn dann einen Monat später das Abkommen beschlossen wird? Was sollen wir dann noch verändern? Und ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel, warum das so wichtig ist, jetzt darüber zu beraten. Regelungen zur regulatorischen Kooperation. Wir haben im letzten Sommer herausgefunden, dass im CETA-Vertragstext eine Regelung drin ist, dass es Gremien geben wird, die über den Vertrag entscheiden können, ohne dass die Beteiligung der Parlamente sichergestellt wird. Die Bundesregierung hat da mehrfach auf unsere Fragen beantwortet, das stimmt nicht. Die hatte das selber nicht gesehen. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, oh, die Grünen haben doch recht. Da ist doch eine Formulierung drin, dass die Parlamente nicht eingebunden werden müssen. Und jetzt ist diese Regelung rausgekommen aus dem Vertragstext. Das war auch, weil wir so genau hingeschaut haben. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Probleme, die eben immer noch im Vertragstext drin sind. Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen kann ich nur an Sie appellieren, nehmen Sie diese Arbeit jetzt ernst, die wir miteinander führen müssen. Das Zeitfenster schließt sich. Im Herbst 2016 ist das Ganze vorbei. Und das Thema Schiedsgerichte ist weiterhin drin. Sie müssen sich einmal mit unseren Argumenten auseinandersetzen. Da sind weiterhin intransparente Beratungsgremien drin. Da sind weiterhin die richterliche Unabhängigkeit nicht gesichert. Da sind weiterhin unpräzise Rechtsbegriffe da drin. Es ist weiterhin keine Begrenzung der Schadenssumme da drin. Klagen wie Vattenfall oder Philip Morris gegen Australien oder auch TransCanada gegen die USA ist alles weiterhin möglich mit diesem System der Schiedsgerichte. Und wenn Sie sagen als SPD, Sie wollen die Schiedsgerichte nicht, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, da noch irgendwas zu bewegen. Dasselbe mit dem Vorsorgeprinzip, dasselbe mit der Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge. Wir haben in verschiedenen Anträgen aufgeschrieben, es gibt Probleme mit diesen Dingen in dem Abkommen. Die europäischen Verbraucherschutzstandards sind eben nicht gesichert und die kommunale Daseinsvorsorge ist nicht ausreichend gesichert. Im ganzen Vertragstext gibt es Rechtsunklarheiten. Und wann, wenn nicht jetzt, müssen wir als Parlament dafür sorgen, dass sich etwas ändert. Deswegen kann ich nur an Sie appellieren, setzen Sie sich gemeinsam mit uns dafür ein, dass es ein ordentliches parlamentarisches Beratungsverfahren gibt, dass es keine vorläufige Anwendung dieses Abkommens gibt, damit wir die Rechte des Parlaments auch tatsächlich nutzen können, die wir haben. Katharina Dröge, die wettbewerbspolitische Sprecherin der Grünen, hat hier natürlich gerne aufgenommen einen Hinweis des Parlamentspräsidenten zur Parlamentsbeteiligung bei diesen Abkommen wie CETA und TTIP. Und sie hat vor allem auch darauf hingewiesen, dass dieses CETA-Abkommen noch gar nicht in deutscher Sprache da ist, was ja durchaus wichtig wäre, um genau mal drauf zu gucken, was da eigentlich verhandelt worden ist, auch wenn hier natürlich die allermeisten der englischen Sprache durchaus mächtig sind. Für die SPD jetzt Klaus Bartel. Einen älteren mit dem Titel Lebendige Demokratie und so weiter und einen neuen jetzt zum vorläufigen Inkrafttreten. Der Antrag der Grünen zu CETA ist ja zurückgezogen worden, der ist heute abgesetzt worden. Das ist auch zu begrüßen, weil er auch überholt war und weil wir jetzt genau in eine neue Phase eintreten. Den älteren Antrag der Linken vom November 2015, den können wir heute problemlos ablehnen, weil der noch mal deutlich macht, was das Problem unserer Beratungen ist. Der bezieht sich nämlich auf einen CETA-Text, den es nicht mehr gibt. Ja, der ist überholt. Und auf die inhaltlichen Widersprüche und Probleme dieses CETA-Antrags der Linken habe ich in der ersten Beratung hier schon mal hingewiesen. Und vorsorglich jetzt, wenn es um die Abstimmung über diese Anträge geht, will ich auch noch mal sagen, weil wir kennen das ja dann, was in den Netzwerken passiert. Wenn wir heute als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diese Anträge ablehnen bzw. überweisen zu CETA, heißt es noch lange nicht, dass wir am Ende für dieses Vertragswerk sind und auch nicht für TTIP, weil von dem sind wir weiter entfernt denn je, sondern wir sind jetzt in den Beratungen. Und deswegen will ich. Herr Kollege Bartel, darf die Kollegin Sitter eine Zwischenfrage stellen? Aber sicher. Vielleicht nur eine kurze Korrektur, Herr Kollege. Das ist das Schicksal von Anträgen, dass sie irgendwann eingebracht werden. Dann werden sie in den Ausschüssen beraten und dann kommen sie mit einer Beschlussempfehlung wieder zurück. Und in der Zwischenzeit passiert politisch natürlich etwas, unter anderem auch, weil solche Anträge gestellt werden. Richtig. Und dieser Antrag ist eben älteren Datums. Ja.
Richtig. Und es hat sich etwas verändert. Und also schließen wir heute ab mit einer Beschlussempfehlung. Das heißt, der Antrag ist nicht veraltet, sondern der Antrag ist eingebracht worden, hat Wirkung gezeigt. Und heute wird dieser Antrag mit der Beschlussempfehlung abgeschlossen. Uns reicht das aber nicht. Deshalb gibt es einen zweiten Antrag. Und die Kollegen haben ja gerade erläutert, warum es nicht reicht. Drum war es ja so klug, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen, das gilt jetzt auch für den zweiten Antrag, darum war es ja so klug, dass wir ihn in die Ausschüsse überwiesen haben, weil wir damals schon gesagt haben, er bezieht sich auf einen Text, den wir nicht kennen und der sich auch noch verändert hat. Das ist ja genau der Punkt. Und deswegen ist natürlich der jetzt aktuelle Antrag, den der Kollege Ernst vorgetragen hat zu CETA, natürlich wesentlich spannender, weil in der Tat die Frage noch zu klären ist, wie eigentlich ein vorläufig in Kraft getretener CETA-Vertrag gegebenenfalls durch nationale Parlamente rückholbar ist. Das müssen wir in der Tat noch klären. Aber dazu Folgendes. Eine Entscheidung über diesen Antrag kann es doch erst geben, erstens, wenn der Vertrag von der Kommission vorgelegt wird und das heißt, wenn er in der Landessprache voraussichtlich Ende Juni vorliegt. Und vorher wird ihn die Kommission auch nicht in den Rat und in die europäischen Gremien einbringen können. Zweitens wird es erst dann weitergehen, wenn der Europäische Rat sich mit der Frage gemischt, nicht gemischt befasst hat und dazu einen Beschluss gefasst hat. Die Position der Bundesregierung dazu ist bekannt. Drittens muss dann der Rat dem Vertrag insgesamt zustimmen oder ihn ablehnen, und dann muss er noch durchs Europäische Parlament. Und dieser zweite Teil des Entscheidungsprozesses, der findet im Herbst statt. Und deswegen gibt es heute überhaupt keinen Grund, über den linken Antrag zu entscheiden, und deswegen überweisen wir den. Und wir haben uns deswegen auch, Kollege Ernst, ja schon darauf verständigt, dass sich der Bundestag noch vor der Ratsbefassung, noch vor der Ratsentscheidung ausführlich mit CETA befassen kann und gegebenenfalls auch der Bundesregierung einen Auftrag mit auf den Weg geben kann. Und das heißt für uns, wir werden überweisen, wir werden das im Wirtschaftsausschuss, in den anderen Ausschüssen in Ruhe beraten können mit Anhörungen und allen Schikanen, die es da gibt. Und für uns geht Sorgfalt vor Schnelligkeit. Und deswegen wollen wir den Antrag in die Ausschüsse überweisen, damit wir eben nicht jetzt knall auf Fall entscheiden müssen, bevor wir eine deutsche Fassung haben, sondern damit wir es in Ruhe im Parlament beraten können. Das ist der Sinn der Übung. Zum Inhalt nur ganz kurz noch. Einerseits sehen wir natürlich, dass es große Fortschritte gegeben hat. Und meine Kollegen werden in der Folge und Kollegin noch dazu was sagen. Aber Fakt ist doch, und das hat ja auch Frau Dröge zugegeben, im letzten halben Jahr hat diese Bundesregierung, dieser Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in der Substanz mehr erreicht als alles, was vorher 5 Jahre lang verhandelt worden ist. Und ich will nur mal daran erinnern, Frau Dröge hat ja gesagt, das Ding liegt jetzt seit 2 Jahren in Englisch vor. Und Frau Malmström hat uns damals in Brüssel erklärt, da waren wir zusammen dort zu CETA, it is done. Aber die Tatsache ist, es ist eben nicht done, sondern wir müssen uns einfach mal vorstellen, was es bedeutet hätte, wenn es von Anfang an die Transparenz, für die wir gesorgt haben, gegeben hätte, wenn es von Anfang an das öffentliche Interesse gegeben hätte, wenn es von Anfang an die qualifizierte Arbeit in den Parlamenten gegeben hätte und wenn es von Anfang an eine Regierungsbeteiligung der SPD gegeben hätte, die dafür sorgt, dass sowas bewegt werden kann. Herr Kollege Bartel, der Kollege Ernst möchte Ihnen mit einer ganz kurzen Zwischenfrage Gelegenheit für eine ganz kurze Erweiterung Ihrer Redezeit bieten. Das ist ja eine unwiderstehliche Versuchung. Das, ne? Genau, Sie sagen es. Bitte schön. Herzlichen Dank. Meine Frage ist wirklich ganz einfach. Wenn es heute hier darum geht, zu entscheiden, ob das Ding vorläufig in Kraft gesetzt werden kann, ohne Parlament oder nicht, ist es vollkommen unerheblich, ob der Text in Chinesisch, Französisch oder Russisch oder sonst wie ist. Es geht nur um die Frage der vorläufigen Abstimmung. Würden Sie mir da zustimmen? Nein, um die vorläufige Inkraftsetzung kann es doch nur geben, wenn der Rat sich damit beschäftigt hat, die Frage zum Beispiel des gemischten Abkommens entschieden ist und damit auch klar ist, wer die Zuständigkeiten hat. Weil wenn es nämlich kein gemischtes Abkommen sein sollte, was die Kommission glaubt, dann wird es auch gar keine nationale Befassung geben können. Aber vorläufige und Zustimmung. Deswegen wird es auch keine vorläufige Zustimmung geben, weil die Bundesregierung ja genau die Auffassung vertritt, dass es ein gemischtes Abkommen ist.
Und die Frage, ob eine vorläufige Inkraftsetzung kommt, wird erst dann entschieden, wenn der Rat dem Vertrag insgesamt dann eben zustimmt oder ihm nicht zustimmt. Und das ist im Herbst. Ohne uns oder mit uns, das ist die Frage. Das wird ja eben zu klären sein. Drum habe ich ja gesagt, wir können hier beraten. Wir werden hier beraten im Rahmen auch der Ausschüsse, der Anhörungen, wie sich die Sache verhält und welche Empfehlung wir zum Beispiel der Bundesregierung dann über die Zustimmung, gemischt, nicht gemischt, vorläufige Inkraftsetzung mitgeben. Das ist jetzt im Juni nicht zu entscheiden. Das ist ein falscher Eindruck, der hier erweckt wird, als wäre das in den nächsten 2-3 Wochen zu entscheiden. Das steht nicht an. Das ist in der Tat eine Grundsatzfrage. Die wollen wir klären. Und die können wir heute nicht klären, sondern da sind wir mittendrin, weil wir keine deutsche Fassung haben und weil wir ständig darauf hingewiesen haben, nicht hier über Sachen entscheiden zu wollen und zu können, die uns nicht vorliegen, was Ihre ständigen Anträge ja beweisen, die schon überholt sind, bis Sie hier in die dritte Beratung kommen. Und wir sehen aber doch an diesem Prozess, an diesem Verlauf und auch an dem, was wir jetzt noch vorhaben, dass auch in der Handelspolitik Demokratie möglich ist und dass wir zu solchen Verfahren der Beratung auch in den Parlamenten kommen können. Und für uns bleiben in der Tat noch viele inhaltliche Probleme, auf die Kollegin Dröge auch hingewiesen hat, offen. Die rote Linie, dass eben Investoren nicht besser zu behandeln sind als Menschen, die Frage Positivlistenansatz, Sperrklinkenklausel für Rekommunalisierung und so weiter. Und das wollen wir uns anhand eines deutschen Textes, der schwer genug zu verstehen sein wird, ja, und den wir in Englisch schon nicht verstehen, aufgrund solcher Texte werden wir das dann beraten im Detail und wir werden dann eben auch der Bundesregierung was auf den Weg mitgeben, was auch das vorläufige Inkrafttreten betrifft. Und das werden wir auch juristisch klären müssen, welche Rolle nationale Parlamente in diesem Prozess im Verlauf dieser Entscheidungen spielen können. Das ist in der Tat eine Frage, die geklärt werden muss. Und da sind wir uns einig. Und deswegen wollen wir eben nicht heute entscheiden, sondern deswegen wollen wir beraten und diskutieren und uns mit der Substanz beschäftigen und nicht Schau machen. Klaus Bartel für die SPD-Fraktion. Und Sie haben es an dem Disput zwischen ihm und Klaus Ernst gemerkt. Da steht einiges auf dem Spiel aus der Sicht der Opposition zumindest. Denn die Frage, wie das Parlament beteiligt wird an diesen Abkommen, ist erstmal generell ja eine Frage. Aber die Frage ist darüber hinaus, wenn dieses Abkommen auch vorläufig angewendet werden soll, müsste da nicht eigentlich auch das Parlament schon zustimmen? Im Moment ist das noch offen und ungeklärt. Deswegen gibt es ja auch diesen Antrag, über den das Parlament hier gerade diskutiert. Für die Unionsfraktion jetzt Peter Bayer. Ich bin wirklich dankbar, dass er insbesondere auch nochmal die ganzen Vorteile von Freihandelsabkommen, auch von dem geschichtlichen Hintergrund, wie sich das entwickelt hat, beleuchtet hat. Das ist, glaube ich, gerade bei der Fraktion Die Linke, ich meine, nochmal ganz erquicklich darauf hinzuweisen, weil die das immer noch nicht verstanden haben. CETA und die Freihandelsabkommen, meine Damen und Herren, die werden nämlich zu Wirtschaftsverbesserungen gerade auch für die EU und für Deutschland beitragen, so eben auch CETA, so wie es dort angeschlagen ist, das Handelsabkommen mit den Kanadier. Es ist vielleicht ganz gut, noch mal anfangs einzuordnen, die Dimension, um was wir uns hier unterhalten, wenn man ein paar Zahlen nennt. Kanada ist nämlich für die Europäische Union der 12 wichtigste Handelspartner. Und 2014 belief sich das Volumen von Handel, Waren, Dienstleistungen zwischen Kanada und der Europäischen Union auf 32 Milliarden Euro. Deutschland ist innerhalb der EU-Mitgliedstaaten für Kanada dabei der wichtigste Handelspartner mit einem Volumen im Jahre 2014 von 9 Milliarden Euro. Ausfuhr von Waren, Dienstleistungen von Deutschland nach Kanada. Bei diesen Zahlen sieht man, die sind schon eindrücklich, aber da ist auch noch ein ganz schönes Stück Luft nach oben. Worum geht es bei CETA in diesem ganz konkreten Fall? Es geht um Wegfall von Zöllen, es geht um Abbau dieser sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, es geht um Zugang zu Märkten, zu öffentlichen Aufträgen in Kanada, aber auch vice versa, und auch um eine verstärkte Zusammenarbeit bei Regulierung. Das sind alles Inhalte, die hohes Potenzial haben, die Wirtschaftskraft zu verbessern. Meine Damen und Herren, wenn wir uns einmal anschauen, was die Opposition alles befürchtet,
durch die Anträge, in den Anträgen durch die Freihandelsabkommen. Das heißt, es sei problematisch, dass sich CETA und TTIP, das möchte ich ausdrücklich hier nochmal mit auch in die Debatte einbringen, stärker als vorherige Abkommen orientieren auf Deregulierung, Liberalisierung, auf Wettbewerb und auf Kostensenkung. Ich sehe bei diesen angeblichen Problemen ganz im Gegenteil gar nichts Negatives, meine Damen und Herren. Es müsste doch eigentlich ein Jubelschrei durch die Herzen aller derjenigen gehen, die wirtschaftspolitisch und auch mit Wirtschaftsverstand denken, meine Damen und Herren. Das ist doch einfach etwas, was auf der Hand liegt. Das Problem, meine Damen und Herren, ich glaube, das liegt ganz woanders. Das liegt nämlich bei den Antragstellern selbst. Denn, meine Damen und Herren, die positiven Auswirkungen von Freihandelsabkommen, die setzen Sie immer mit der Absenkung von Standards gleich. Aber da haben Sie einen Denkfehler gemacht. Sie haben Freihandel nicht verstanden. Und ich möchte an der Stelle nicht noch einmal, weil das schon in die Debatte eingeführt worden ist, alles das Richtige erzählen, was insbesondere Kollege Pfeiffer hier ausgeführt hat. Deregulierung hat nichts mit geringeren Standards zu tun, sondern schlicht mit weniger Normen und Vorschriften des Staates, mit weniger staatlichem Eingreifen. Etwas, wo Sie doch auch im Rahmen von Bürokratieabbau überhaupt nichts gegen haben können. Wollen Sie mehr an Bürokratie? Nein, wir müssen es abbauen. Und das schafft Wirtschaftskraft, das schafft eine Stärkung der Wirtschaft. Das ist gut für die Arbeitsplätze, das ist gut für die Bürger. Und deswegen, das wird Sie nicht überraschen, können wir natürlich nicht empfehlen, den Anträgen zuzustimmen, meine Damen und Herren. Die Antragsteller sind vor allem immer gut im Schlechtreden. Und das schwingt auch immer, und das möchte ich hier auch ganz persönlich noch mal betonen, immer noch ein Stück Anti-Amerikanismus und auch Cannabismus mit einer Rolle. Alles dieses ist leider auch immer noch teilweise explizit und auch zwischen den Zeilen zu vernehmen. Etwas, was wir sicherlich auch noch mit bedenken sollen. Wenn wir einmal fragen wollen, meine Damen und Herren, wie wollen wir denn in Zukunft leben? Wollen wir nicht unseren Wohlstand, den relativen Wohlstand in Deutschland, in Europa halten? Ich meine, ja, wir wollen, müssen alles dafür tun, dass wir den Lebensstandard halten und möglichst auch noch ausbauen. Das geht eben nicht, indem wir uns der immer weiter zusammenrückenden Welt verschließen, indem wir versuchen, was ein untauglicher Versuch im Ansatz schon ist, Globalisierung zurückzudrehen. Nein, wir haben es in der Hand, Globalisierung zu gestalten, zu regulieren. Und so ist der Weg, der beschritten werden muss, meine Damen und Herren. Von den vielen anderen Befürchtungen, die sich in dem veröffentlichten Text auch nach der Rechtsförmlichkeitsprüfung von CETA letztlich gar nicht mehr wiederfinden, möchte ich nur drei Punkte benennen. Das war einmal Umweltschutz. Das hat sich nicht bestätigt, dass hier Umweltschutzstandards beeinträchtigt werden. Zwei weitere Punkte möchte ich nennen. Das ist einmal ich fange an mit den Schiedsgerichten. Bei dem Aufbau der Schiedsgerichtsbarkeit ist einiges erreicht worden. Es stimmt eben nicht, dass das immer noch auf dem gleichen Stand ist, wie es zunächst in den Texten niedergeschrieben war. Da ist einiges noch verändert worden. Und zum Beispiel gehört zu diesen wesentlichen Verbesserungen die genauen Definitionen, was Investitionsrechte sind. Das Prinzip, wer verliert, der zahlt auch. Es gibt keine Klagen von Briefkastenfirmen mehr und auch die Öffentlichkeit der Verfahren und von Dokumenten, das sind wesentliche Fortschritte, die wir nicht einfach negieren sollten. Und hinzu kommen noch, und das müssen wir auch mal bedenken, bei der ganzen Schiedsgerichtsdebatte die Vorschläge, die jetzt im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika mit eingeführt worden sind von der EU-Kommission, da kommen auch noch einige wesentliche Punkte hinzu. Die EU-Kommission wird nicht müde und hat es auch aktuell wieder getan, das sogenannte Right to Regulate für den nationalen Gesetzgeber dabei zu betonen. Die Investitionsschutzklagen durch Investitionsschutzklagen können keine nationalen Gesetze ausgehebelt werden. Und auch die Unabhängigkeit der Richter soll verbessert werden. Die Richter dürfen nämlich ab ihrer Ernennung nicht parallel noch Gutachter oder als Anwälte in anderen Investitionsschutzverfahren tätig sein. Eine Berufungsinstanz wird eingeführt. Bei all diesen wesentlichen Verbesserungspunkten kann ich beim besten Willen nichts Negatives mehr erkennen, meine Damen und Herren. Und Deutschland geht ja auch nicht jungfräulich in Investitionsschutzdebatten hinein.
Deutschland hat 130 Investitionsschutzabkommen mit Schiedsgerichtsklauseln abgeschlossen. Zweimal ist es verklagt worden, kein einziges Mal ist es verurteilt worden. Da müssen wir nicht immer dann, wenn es um Schiedsgerichte geht, den Teufel an die Wand malen und den Untergang des Abendlands einläuten. Das wird der Sache überhaupt nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und wenn es um die vorläufige Anwendbarkeit des CETA-Abkommens geht, da wurde ja vieles Richtige schon gesagt. Es geht eben nur um diese Dinge, die ausdrücklich und klar eine EU-Zuständigkeit zugewiesen bekommen haben. Wir dürfen doch bei der ganzen Debatte auch nicht ausblenden, dass spätestens seit oder durch den Lissabonner Vertrag ausdrücklich das Aushandeln und der Abschluss von Handelsabkommen der EU übertragen worden ist. Das ist geltende EU-Vertragsrechtslage. Punkt. Und das können wir nicht einfach auch durch solche Debatten wegdiskutieren. Das ist so, meine Damen und Herren. Natürlich, und da haben auch alle Redner letztlich einen Punkt draus gemacht, dass wir als Abgeordnete schon sehr darauf achten müssen, dass es sich bei TTIP und bei CETA um ein gemischtes Abkommen handeln wird, weil wir sind Volksvertreter im besten Sinne des Wortes und wir wollen die Bürger vertreten, wir wollen mitreden und wir wollen über diejenigen Punkte, die letztlich nationale Belange anbetreffen, auch hier mit debattieren und letztlich auch im Ratifizierungsprozess ein Wörtchen mitzureden haben, meine Damen und Herren. All das ist sinnvoll und diejenigen Teile des CETA-Abkommens und auch von TTIP später, die in der Tat der originären EU-Zuständigkeit zugewiesen sind, dass die direkt anwendbar sind, das ist gut und wichtig für die Marktteilnehmer, damit eben die guten Punkte, die Chancen für diejenigen, für die dieses Abkommen gemacht wird, unmittelbar denen diese Punkte zugutekommen. Meine Damen und Herren, mit CETA liegt ein ambitioniertes Abkommen vor, was auch insbesondere noch nach dem Regierungswechsel, das dürfen wir auch nicht ausklammern, in Kanada im Rahmen der Rechtsförmlichkeitsprüfung eine textliche Veränderung erfahren hat. Es ist ein ambitioniertes, es ist ein gutes Abkommen, was gut für uns alle ist, für die europäischen und auch für die deutschen Bürgerinnen und Bürger. Aus meiner Sicht ist es reif zum Abschluss und deswegen werbe ich dafür, dass wir hier die Oppositionsanträge eben nicht mittragen. Vielen Dank. Peter Bayer war das hier in der Aussprache über zwei Anträge der Linksfraktion zum CETA-Abkommen, zum Abkommen der Europäischen Union mit Kanada, wo es um Wirtschaft und Handel geht. Und wir kommen auch noch mal auf die Linksfraktion. Alexander Ulrich nämlich spricht jetzt zu diesen beiden Anträgen. Immer noch nicht angekommen ist. Wenn wir es zulassen, dass CETA vorläufig zur Anwendung kommt, entmachtet sich der Bundestag selbst. Dass wir einen Bundestagspräsidenten haben, der euch das noch mal vorhalten muss, ist eigentlich traurig. Aber bitte hören Sie doch einmal auf den Bundestagspräsidenten, Herr Lammert. Und die heutige Debatte ist auch deshalb gut, denn es geht ja nicht nur um diese vorläufige Anwendung, es geht ja auch um TTIP und CETA insgesamt durch unseren Antrag vom November. Und wenn die Bevölkerung draußen einen weiteren Beweis will, dass offensichtlich CDU, CSU und SPD gegen die Mehrheit der Bevölkerung diese Verträge durchpauken will, dann hat das die heutige Debatte auch nochmals gezeigt. Deshalb glaube ich, ist zwingend notwendig, dass wir auch wirklich uns voranmachen, auch in Deutschland die Möglichkeiten von Volksabstimmungen in wesentlichen Verträgen zuzulassen. Wenn in anderen Ländern über solche Verträge abgestimmt wird, wenn in den Niederlanden so etwas vorbereitet wird, wenn in Belgien so etwas vorbereitet wird und wenn wir sehen, dass in Deutschland die Ablehnung gegen TTIP und CETA so riesengroß ist, aber die Bundesregierung mit ihren tragenden Parteien das durchpauken will, dann brauchen wir endlich auch in Deutschland eine Volksabstimmung über solche Verträge und wir als Linke fordern das. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wir haben sehr viele Debatten zu diesem Thema schon im Bundestag gehabt und immer wieder kommt der gleiche Vorwurf. Warum debattieren wir denn darüber, wenn doch nichts vorliegt? Ich sage, die Debatten waren richtig gut und es zeigt auch das gute Zusammenspiel zwischen Opposition im Bundestag und außerparlamentarischen Bewegungen. Mit jeder Debatte im Bundestag, mit jeder Aktion der außerparlamentarischen Bewegungen ist der Widerstand größer geworden. Und bitte schicken Sie noch öfters Herr Pfeiffer ans Mikrofon, dann haben wir bald die 100% Ablehnung in Deutschland.
Aber Herr Bartel, so einfach machen wir es Ihnen nicht. Wenn in ein paar Jahren mal wieder so ein Kongress der SPD ist und vielleicht wieder eine Reinigungskraft kommt und Ihnen erzählt, warum sollen wir denn eigentlich noch eine Partei wählen, die den Umweltschutz abgebaut hat, die Arbeitnehmerrechte abgebaut haben, Sozialstandards abgebaut haben, das Primat der Politik noch weiter geschwächt haben, kann sich Herr Gabriel nicht mehr hinstellen und kann sagen, schuld sind die Schwaben. Übrigens, bei diesem Thema, was diese Woche Thema war, waren auch die Schwaben nicht dran schuld. An Agenda 2010 hat Fiat ihr alleine dran schuld. Aber wenn das Thema wieder aufkommt, jetzt hat es Herr Gabriel in der Hand, auch heute in Brüssel deutlich zu machen, wir sind gegen CETA und TTIP und wir sind gegen eine vorläufige Anwendung. Und genau das erwarten wir von Herrn Gabriel als Minister. Und deshalb fordern wir hier nochmals die Bundesregierung auf, dass sie die vorläufige Anwendung von CETA, das von der EU-Kommission ja geplant ist, tatsächlich ablehnt und verhindert. Und wir lassen auch nicht zu, dass immer wieder der Ball über Brüssel gespielt wird. Sie sagen jetzt, und Herr Lammers kommt auch gleich zu Ende, Sie sagen jetzt, wir wollen das erst entscheiden, wenn wir den Auftrag bekommen. Nichts in der EU-Kommission, nichts in den Räten passiert ohne deutsche Beteiligung. Wir wissen, dass die EU-Kommission das vorbereitet. Deshalb haben Sie es jetzt in der Hand, Nein zu sagen und nicht nachher zu sagen, Brüssel ist dran schuld. Dieses schwarze Peterspiel auf Brüssel können Sie jetzt schon im Vorlauf verhindern. Deshalb entweder Sie sagen jetzt, wir machen das nicht mit, oder Sie sind mitschuld, wenn es zur vorläufigen Anwendung kommt. Aber noch einmal, TTIP und CETA wird von SPD, CDU und CSU durchgedrückt und wir sind dagegen. Vielen Dank. Alexander Ulrich für die Linksfraktion zu den Anträgen seiner Fraktion zum Handelsabkommen der Europäer mit Kanada. Und der nächste Redner kommt wieder aus der SPD-Fraktion und ist Dirk Wiese. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Anmerkung zu Ihnen, Herrn Ulrich. Sie hatten Susanne Neumann angesprochen, die auf unserer Wertekonferenz gewesen ist. Susanne Neumann ist der SPD beigetreten, nicht der Linkspartei, weil sie uns vertraut, die Probleme zu lösen. Kommen wir jetzt aber zu Ihrem Antrag inhaltlich. Den ersten Punkt, den Sie Ihrem Antrag heute vorgelegt haben, ist die Frage des gemischten Abkommens. Herr Ernst, Sie behaupten immer wieder in Ihren Anträgen, diese Frage ist nicht eindeutig. Die SPD-Bundestagsfraktion durch zahlreiche Gutachten, die Bundesregierung, der juristische Dienst des Europäischen Rates haben eindeutig bestätigt, dass es sich bei CETA um ein gemischtes Abkommen handelt. Und wenn Sie immer wieder behaupten, dass die Kommission an dieser Auffassung möglicherweise zu einer anderen Entscheidung kommt, der Europäische Rat kann sich mit qualifizierter Mehrheit, wenn die EU trotzdem sagen sollte, dass es kein gemischtes Abkommen ist, die Kommission überstimmen und hat schon signalisiert, dass er das tun wird. Das, was Sie hier immer wieder vorbringen, ist juristisch falsch. Es ist ein gemischtes Abkommen und das wird im Oktober auch so bestätigt werden. Zweiter Punkt, Herr Präsident, Sie hatten noch mal einen Hinweis an uns Abgeordnete gegeben und ich bin Ihnen noch mal dankbar, dass Sie einen Brief an den Rechtsausschuss geschrieben haben. Und der Rechtsausschuss hat sich ja mit Ihrem Anliegen zu Fragen des gemischten Abkommens ausführlich befasst. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass der Rechtsausschuss parteiübergreifend von CDU, Grünen, SPD und Linkspartei, Sie wissen, glaube ich, gar nicht, was Sie da beschlossen haben, deutlich gemacht hat, dass wir die Parlamentsrechte gestärkt haben wollen und wir generell von gemischten Abkommen aussehen. Und das haben die Sachverständigen auch gezeigt. Und wir haben Ihnen diesen Brief zukommen lassen. Und ich glaube, das waren sehr gute Beratungen, die wir parteiübergreifend gemacht haben. Das müssen Sie nur auch mal lesen. Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die vorläufige Anwendbarkeit. Zur vorläufigen Anwendbarkeit. Die vorläufige Anwendung des CETA-Abkommens tritt nur in Kraft, wenn sowohl der Europäische Rat als auch das Europäische Parlament diesem zustimmen. Ich weiß, dass es in den Verträgen von Lissabon dazu Unklarheiten gibt und man hat sich nicht konkret an der einen oder anderen Stelle, man hätte sich noch genauer ausdrücken können, aber es ist mittlerweile gewohnheitsrechtlich anerkannt und von der EU-Kommission bestätigt, dass ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments dieses Abkommen nicht vorläufig angewandt wird. Und das bitte ich auch einmal zur Kenntnis zu nehmen. Auch Gewohnheitsrecht ist ein Punkt, der richtig ist und darum wird ohne die Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament nichts gehen. Und die werden sich auch die Zeit für die Beratung bis Januar, Februar nehmen. Ein Punkt bei der vorläufigen Anwendbarkeit, den ich ganz deutlich machen will für die SPD-Bundestagsfraktion.
Es gibt im Bereich des Investitionsschutzes Unklarheiten im Lissabon-Vertrag über sogenannte Direktinvestitionen, die die Alleinzuständigkeit der EU-Kommission haben. Und es gibt auf der anderen Seite die Portfolio-Investitionen, die eine mitgliedstaatliche Zuständigkeit auslösen. Und ich sage ganz eindeutig für die SPD-Bundestagsfraktion, aufgrund dieser gemischten Zuständigkeit, die ich für eindeutig halte, muss das ganze Bereich des Investitionsschutzkapitels von der vorläufigen Anwendbarkeit ausgenommen werden. Und dafür werden wir uns als SPD-Bundestagsfraktion auch einsetzen, weil das sonst eine Bindungswirkung auslösen würde, die wir an dieser Stelle, glaube ich, parteiübergreifend nicht wollen. Und einen dritten Punkt will ich noch ansprechen, Herr Kollege Klaus Ernst. Sie zitieren ja immer bei Gutachten, Sie machen das ganz geschickt, immer die Überschriften. Sie nehmen die Kritik des Deutschen Richterbundes am Investitionsschutzgerichtshofs in CETA. Und Sie sagen und machen sich ja den Deutschen Richterbund zu eigen, und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Deutsche Richterbund kritisiert, dass die Unabhängigkeit der Richter nicht gewährleistet ist. Ein Richter und die 15 öffentlich-rechtlich bestellten Richter bekommen dafür, dass sie sich nur bereithalten in der ersten Instanz, 2.000 Euro monatlich, ohne überhaupt ein Verfahren zu machen. Und dafür, dass sie sich nur bereithalten in der Berufungsinstanz, bekommen sie 7.000 Euro. Also wenn das Gehaltsvorstellungen sind, die der Linkspartei nicht ausreichend sind, dann habe ich bis zum heutigen Tage etwas noch nicht mitbekommen. In diesem Sinne vielen Dank und allen schönen Pfingsten. Dirk Wiese war das für die SPD-Fraktion, und er hat noch mal darauf hingewiesen, in der Frage der Parlamentsbeteiligung spiele das Europäische Parlament ja auch eine sehr große Rolle, und nichts von dem CETA-Abkommen werde in Kraft treten, egal wo, wenn nicht das Europäische Parlament da seine Zustimmung gegeben hat. Das wird den Abgeordneten des Bundestages nicht reichen. Möglicherweise äußert das jetzt auch schon Bärbel Höhn für die Grünen. Auch hier im Bundestag zu diskutieren über die Inhalte und das Verfahren. Und von daher danke erstmal an die Grünen, aber auch an die Linken, dass wir diese Tagesordnungspunkte hier haben. Herr Barthe, Sie haben gesagt, man kann ja eigentlich nur über diese Texte reden, wenn sie vorliegen. Und diese Anträge, die hier vorliegen, beziehen sich auf die alten Texte. Wir haben seit mehreren Wochen die neuen Texte von CETA. Und sie liegen vor. Und wir können gucken, ja gut auf Englisch, aber es gibt ja auch den einen oder anderen, der auch sich Englisch übersetzen lassen kann oder der auch Englisch kann. So, und genau das haben wir gemacht. Und deshalb ist ja immer die Frage von der CDU, was mich langsam aufregt, dass ja der Verbraucherschutz in diesen Verträgen nicht abgesenkt wird und dass die Standards nicht abgesenkt werden. Das untermauern Sie nie mit Textpassagen. Ich möchte endlich mal einen Befürworter dieser Handelsverträge, die wirklich mit mir über Textpassagen diskutieren und nicht einfach immer allgemein alles ist gut. Und dann machen wir das doch mal. Der neue Text von CETA, der vorliegt, der hat bis heute nicht einmal den Begriff Vorsorge in seinem Text. Ja? Und ich erwarte, dass wir einen Vertrag, den wir mit Kanada machen, die Vorsorge inhaltlich enthalten ist, sonst können wir diese Vorsorge inhaltlich auch nicht durchsetzen. Der Begriff Vorsorge fehlt, aber die Begriffe, wie die Kanadier ihre gentechnikveränderten Produkte auf den europäischen Markt bringen können, was über Jahrzehnte bei der WTO eben diskutiert und kritisch diskutiert worden ist, diese Passagen im Text, die stehen alle drin. Das heißt, auf der einen Seite ist die Tür geöffnet für die Gentechnikprodukte nach Europa, und von der Vorsorge sehen wir hier nichts. Und das geht so nicht. Frau Kollegin Höhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wiese? Aber na klar, ich habe sowieso so wenig Redezeit, und deshalb freue ich mich natürlich darüber. Ja, Frau Kollegin Höhn, vielen Dank dafür, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und Sie haben gesagt, dass wir da inhaltlich drüber diskutieren, in Text einsteigen wollen. Und das will ich gerne das Angebot annehmen und darum eine Frage stellen. Weil der CETA-Vertragstext steht bei mir in zwei Leitsordnern schon lange auf dem Schreibtisch. Das sind mit Anhängen gut 1.500 Seiten. Ich nehme den auch sehr interessiert auseinander, hole mir auch Expertise dazu. Und darum eine konkrete Frage. In Artikel Römisch 10, Arabisch 2, steht eindeutig drin und ist festgelegt, dass die gesamte regulatorische Kooperation, die zwischen der kanadischen Seite und der Seite der Europäischen Union angedacht ist, wenn das Abkommen dann letztendlich in Kraft tritt, wir müssen ja mit Konjunktiven an dieser Stelle noch reden, auf einer freiwilligen Basis beruht. Und gleichzeitig ist festgelegt in Artikel Römisch 10, und das ist, glaube ich, jetzt 6 oder 7 ist es, steht eindeutig drin, dass sämtliche
Beratungen, die dann stattgefunden haben, und Einigungsprozesse, auf die man sich in der freiwilligen Kooperation geeinigt hat, durch demokratisch legitimierte Gremien, abhängig von der EU-ONI-Zuständigkeit, der gemischten Zuständigkeit, durch die Gremien gehen müssen und es kein Inkrafttreten durch ein irgendwie geartetes Gremium gibt, sondern diese Prozesse demokratisch legitimiert sein müssen. Stimmen Sie mir zu, dass das so in dem CETA-Text, der uns bis jetzt vorliegt, in der englischen Fassung drinsteht? Herr Wiese, Sie sind ja Jurist. Und der erste Punkt ist der, dass bei der regulatorischen Kooperation einige Punkte geändert worden sind in der neuen Fassung gegenüber der alten. Aber wir haben bis heute immer noch Gremien, die sogar die Anhänge mit wichtigen Details verändern können und die nicht demokratisch legitimiert sind. Und deshalb lehnen wir diese Passagen der regulatorischen Kooperation eindeutig ab in diesem Vertrag. So wollen wir das nicht. Und im Übrigen haben Sie überhaupt gar nichts gesagt zu dem Gentechnik-Kapitel. Ja, darüber rede ich ja jetzt. Und das ist ja gar nicht geändert worden. So, und da ist zum Beispiel ein anderer Punkt bei diesem Gentechnik-Kapitel. Da steht nämlich, bisher ist es so, bei Gentechnikpflanzen, die noch nicht auf Risiko geprüft worden sind. Ja? Bei diesen Gentechnikpflanzen gilt in Europa die Nulltoleranz. Das heißt, diese Produkte dürfen in anderen Produkten nicht auftauchen. In diesem Vertrag steht da aber jetzt drin, dass genau diese Nulltoleranz gemeinsames Ziel ist, die endlich abzuschaffen. Ja, was ist das denn? Eine Absenkung vom Verbraucherschutz, nicht mehr und nicht weniger. Und das muss da raus. Und wir haben ja sogar... Wir haben ja sogar jetzt schon im Vorgriff auf diesen Vertrag haben wir ja jetzt schon Veränderungen im Verbraucherschutz. Da hat sich jetzt letzte Woche die Sojahersteller von Kanada beschwert bei der Europäischen Kommission. Sie wollten jetzt endlich ihr Gentechnik-Sojaprodukt hier zugelassen haben, denn das sei in den Verhandlungen zu CETA ihnen ja zugesichert worden. Also schon im Voraus wird jetzt schon der Verbraucherschutz ausgehebelt und das geht einfach nicht, meine Damen und Herren. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wenn CETA vorläufig in Kraft tritt, ja, dann heißt das doch de facto, dass die ganzen Gentechnikunternehmen aus den USA sich die Hände reiben. Denn dann brauchen sie doch TTIP überhaupt nicht mehr. Die haben alle nicht nur Briefkastenfirmen, sie haben richtige Tochtergesellschaften in Kanada und können dann über das CETA-Abkommen ihre Gentechnikprodukte alle hier schön nach Europa bringen. Und deshalb, meine Damen und Herren, dürfen wir einer vorläufigen Inkraftsetzung, aber auch einer Inkraftsetzung von CETA nicht zustimmen, denn die würde Fakten schaffen, die wir dann nicht mehr ändern können. Vielen Dank. Bärbel Höhn noch einmal für die grüne Fraktion in der Debatte über zwei Anträge der Linksfraktion zum CETA-Abkommen und jetzt Max Straubinger. Ja, verehrte Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja heute wiederum die beiden Anträge von der Linksfraktion zur Aussetzung letztendlich des CETA-Verfahrens und ich glaube also, dass die Bedeutung den Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion nicht bewusst ist, was es bedeutet, einen großen Freihandel auch mitzugebieren und dementsprechend den auch mitzugestalten. Und ich verstehe eigentlich nicht diese ablehnende Haltung gegenüber CETA oder auch genauso TTIP, denn letztendlich beruht unsere Volkswirtschaft und der Erfolg unserer Volkswirtschaft und vor allen Dingen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in unseren erfolgreichen Betrieben arbeiten, darauf, dass wir großen Freihandel mit in der Welt und mit vielen Ländern auch haben. Und unter diesem Gesichtspunkt sollte man auch diese Vereinbarungen mit bewerten, Herr Kollege Ernst. Sie waren ja selbst also Betriebsrat und müssten ja wissen, und zwar in einem international tätigen Unternehmen, was es bedeutet, Zugang zu anderen Märkten zu haben. Und genauso, ja, aber die kann man immer verbessern. Herr Kollege Ernst, das kann man immer verbessern. Und bei CETA ist, und bei CETA liegen ja die Vorteile auf der Hand. 99% der Zölle und der Barrieren werden letztendlich abgebaut und damit ein besserer Marktzugang für unsere Produkte auch mitgeschaffen. Zum Segen für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil sie damit dauerhaft krisenfeste Arbeitsplätze auch mit in der Zukunft haben werden. Sie als sich bezeichnender Arbeitnehmervertreter müssten eigentlich ein glühender Unterstützer sein von TTIP bzw. von CETA, verehrte Kolleginnen und Kollegen.
Und dasselbe gilt dann natürlich, dass wir uns und EU-Firmen sich an Ausschreibungen beteiligen können der öffentlichen Hand in Kanada, das bisher nicht möglich ist. Da gilt auch genauso, wie es bei Amerika ist, bei Amerika gilt dort bei Kanada. Das bedeutet aber für uns Marktzugänge und damit auch entsprechende Möglichkeiten für unsere Firmen, sich auch dort zu engagieren. Und ich glaube, das ist doch, muss unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein, im Sinne unserer Exportwirtschaft hier mitzuarbeiten. Denn 50% unserer produzierten Dienstleistungen, Waren und Güter gehen in den Export, liebe Kollege Ernst und verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linken, die sich immer so brüsten, für Arbeitnehmer mit einzutreten, aber in dem Fall letztendlich nichts für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit bereit sind, in Verträgen hier auch mitgestaltend beizutragen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben auch, und das ist ja mit entscheidend, darauf geachtet oder in den Verträgen, die die EU hier ausgehandelt hat, dass unsere Daseinsvorsorge und vor allen Dingen auch unsere kommunalen Einrichtungen auch geschützt bleiben. Und das ist ja auch ein wesentlicher Beistand und wesentliche Grundlage, die wir mit haben. Und dasselbe gilt für Urheberrechte in besonderer Weise auch für regionale Herkunftsbezeichnungen, die auch etwas wichtiger Bestandteil hier unserer Produkte auch mit sein können. Dementsprechend, dass dies hier auch gesichert bleibt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine positive Einstellung hier wesentlich besser hiermit bedeutet, dass wir Vernünftiges für die Menschen in unserem Land damit erzeugen. Aber ich habe den Eindruck, dass es ständig um Grundsätzliches geht. Die Vertreter der Linken, aber auch vom Bündnis 90, die ja letztendlich auch Vertreter der Globalisierungskritiker sind, die können sich mit solchen Vereinbarungen, ob TTIP oder CETA, in keinster Weise identifizieren. Herr Kollege Straubinger, auch, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Ja, von Kollegen Ernst immer. Doch. Sag ich jetzt. Herzlichen Dank. Ich wollte noch mal auf folgenden Gegenstand zu sprechen kommen. Herr Straubinger oder Max, wir kennen uns ja doch ein bisschen. So ist die Welt, gell? Von Bayer zu Bayer. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir ja jetzt auch darüber diskutieren, ob wir das vorläufig anwenden sollen. Wärst du mit mir der Auffassung, dass wenn man selbst all das akzeptieren würde, was hier eingebracht wurde, die großen Chancen, dass es dann nicht trotzdem sinnvoll wäre, angesichts der großen Zweifel in der Bevölkerung, ob dem auch so ist, wie dargestellt, dass wir dann, bevor man diese Dinge in Kraft setzt, eine entsprechende Debatte im Parlament hätten, mit entsprechender Abstimmung, mit entsprechendem Ratifizierungsgesetz, bevor man diese Dinge vorläufig in Kraft setzt und sie dann nicht mehr zurückzuholen sind. Unabhängig dieser Argumentation wäre doch das sinnvoll. Und die zweite Frage, die ich hätte, ist dargestellt worden, die großen zusätzlichen Möglichkeiten für die Exportindustrie. Also ich weiß, dass die Exportindustrie gerade zum Beispiel Automobil höchst erfolgreich ist, dass wir da jetzt schon Exportweltmeister waren, pro Kopf immer noch sind, also eigentlich gar keine Probleme haben, die gelöst werden müssen. Dass aber gegenwärtig zum Beispiel in Handelsabkommen bei TTIP geregelt wird, dass nur dann es einen Fortschritt gibt beim Zugang zum Automobilmarkt in den USA, wenn man gleichzeitig, ich sage mal, das zu Lasten unserer Bauern geht. Und jetzt sind wir Bayern aus Bayern, da gibt es auch Bauern. Wie wollen wir denn das hinkriegen, dass wir sagen, die Bauern müssen dafür bluten, dass wir noch mehr Exporte haben bei der Automobilindustrie? Ist das nicht ein bisschen daneben? Lieber Kollege Ernst, wenn Sie die Debatte aufmerksam verfolgt hätten, dann hätten Sie auch die Grundlagen erfahren der verschiedenen Vorredner, die sehr dargestellt worden sind in Bezug der eines vorläufigen Inkraftsetzung. Der Kollege Bayer hat es dargestellt, der Kollege Wiese hat es sehr zutreffend dargestellt, welche Mechanismen wir haben auf der europäischen Ebene, die wir im Lissabon-Vertrag ja vereinbart haben, und an diese sollte man sich halten. Natürlich kann man wieder unterschiedlicher Rechtsauffassung sein, wie immer. Zwei Juristen, drei Meinungen unter Umständen, also es geben kann, also Entschuldigung, gegenüber den Juristen.
Aber es ist hier immer auch darauf zu achten, was ist gültiges Recht. Und das gültige Recht erlaubt eine vorläufige Inkraftsetzung in einzelnen Bereichen. Und die sind abgegrenzt. Jetzt kann man sich über die Abgrenzung Fragen treffen, streiten. Ich bin nicht der Meinung, wie der Kollege Wiese es ausgedrückt hat, dass wir zumindest dann noch die Investitionsschutzklausel ausnehmen sollten. Denn das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, wo sich Firmen darauf verlassen müssen können, dementsprechend dann auch Schutz zu haben bei ihren Investitionen, wobei das zwischen Deutschland und Kanada vielleicht weniger problematisch ist. Lieber Kollege Wiese, es wisst vielleicht, wir haben da 28 EU-Länder, wo wir unterschiedlichste Rechtsauffassungen mit zu beachten haben. Nein, Kollege Ernst, das ist noch nicht vorbei. Denn es kommt ja noch der zweite Teil. Es kommt ja noch der zweite Teil der Fragebeantwortung. Und der zweite Teil, da möchte ich schon darauf hinweisen, Sie versuchen jetzt natürlich einen Keil zu treiben zwischen Industrie und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Bäuerinnen und Bauern. Und das ist ein völlig unstatthaftes Verfahren, was Sie hier tätigen. Denn auch gleichzeitig werden die Agrarmärkte geöffnet für die europäische Landwirtschaft. Es wird gleichzeitig hier mit diesen Abkommen eröffnet, dass wir für Milch, Käse und sonstige Produkte einen besseren Zugang haben hier nach Kanada. Und das müssen Sie in den Vordergrund stellen und nicht hier darstellen, einfach plakativ, hier würde Industriepolitik ausgespielt gegen Landwirtschaft, sondern im Gegenteil, hier werden für beide Bereiche besondere Möglichkeiten des Handels bzw. des Austausches geschaffen, und zwar zur gegenseitigen positiven Entwicklung, lieber Kollege Ernst. Und jetzt können Sie sich setzen. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch darauf hinweisen, dass Schiedsgerichte per se ja nichts Schlechtes sind, weil über das wird ja meistens gestritten. Und ich kann auch nicht erkennen, dass die 130 oder über 130 Abkommen von Deutschland mit anderen Ländern, wo überall private Schiedsgerichte vereinbart worden sind, dass die irgendwo negative Auswirkungen in den betreffenden Ländern, ob uns gegenüber Deutschland oder umgekehrt in dem Vertragsland, mit dem Deutschland in Vertragen steht, dass dies negative Auswirkungen gehabt hätten. Und deshalb ist diese plakative Verteufelung in der Öffentlichkeit von Schiedsgerichten so ungefähr, oh, da gibt es ein schlimmes Gericht, eine völlige Neuartigkeit, wobei wir ja selbst bei uns in unserem eigenen Rechtssystem danach trachten, viele Dinge vielleicht nicht vorläufig auf Gericht zu entscheiden, sondern in freiwilliger Vereinbarung manche Streitigkeiten auch beizulegen, dass dies hier auch in diesem Bereich besonders notwendig ist. Und zwar zum Schutz der investierenden Betriebe in vielen Ländern der Welt und vor allen Dingen hier in dem Fall dann natürlich mit in Kanada. Und es geht darum, dass die Investitionen vor Diskriminierung geschützt werden. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass damit also staatliches Handeln beeinträchtigt wäre, wenn es neue Erfordernisse auch im Verbraucherschutz oder in vielen anderen Fragen mitgibt. Und Frau Kollegin Höhl, wenn Sie darlegen, dass es angeblich keinen Verbraucherschutz, vorsorgenden Verbraucherschutz in den Vereinbarungen gäbe, so, nein, das ist nur angeblich Ihr Vorwurf, sondern das bedeutet, natürlich ist Verbraucherschutz vereinbart, aber alles auf wissenschaftlich basierter Basis. Und es geht natürlich nicht, Verbraucherschutz zu vereinbaren, sozusagen nach dem Gift des Monats, das die Grünen erfunden haben. Nach diesen Kriterien kann man nicht Verbraucherschutz gestalten, sondern Verbraucherschutz muss auf wissenschaftlicher Grundlage letztendlich mitgestaltet werden. Das ist ein nachvollziehbarer Verbraucherschutz und nicht ein Verbraucherschutz, der in Kampagnen letztendlich also hier mit betrieben wird oder ein Schein von Verbraucherschutz hier auch mit zur Anwendung kommen sollte.
Und dagegen wehren wir uns, liebe Frau Kollegin. Herr Kollege Straubinger, es gibt zwei Wünsche von Zwischenfragen. Die Kollegin Höhn und die Kollegin Künast, wobei sich die Kollegin Höhn als Erste gemeldet hat. Gestatten Sie diese Zwischenfrage? Ja, ich bin gerne bereit. Wobei es aber für die Kolleginnen und Kollegen, die ab und zu möglicherweise in die Pfingstferien wollen, dann auch natürlich eine Verlängerung bedeutet. Aber ich bin gerne, ich bin gerne bereit, die Fragen zuzulassen. Dann beginnen wir mit der Kollegin Höhn. Herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen, Herr Straubinger. Das war eine ganz entscheidende Aussage, die Sie eben gemacht haben. Es ist gut, dass hier alles protokolliert wird. In der Gentechnikforschung ist es so, dass 80% der Gutachten von den Unternehmen indirekt oder direkt finanziert werden, die die Gentechnikprodukte selber herstellen. Und natürlich sind diese Gutachten immer pro Gentechnik. Ist ja logisch. Ein Unternehmen wird ja nicht ein Gutachten finanzieren, was dann Kriterien hat, die negativ sind. Unter diesen Gesichtspunkten hatte die EU bisher immer Vorbehalte gegen das sogenannte wissenschaftsbasierte Anerkennungsverfahren. Weil es ist de facto ein risikobehaftetes Anerkennungsverfahren, weil die Risiken ja nur von den Unternehmen sozusagen erforscht worden sind, die auch davon profitieren. Sie sagen jetzt, genauso muss es gemacht werden mit diesem wissenschaftsbasierten Verfahren. Heißt das für die Verbraucher nicht, dass sie an beiden Seiten das Negative haben? Sie kriegen die Gentechnik, so wie es die Nordamerikaner wollen, aber sie haben nicht die Haftungsrechte, die sie in Amerika haben. Mit ihrer Haltung ist es sogar schlimmer für die Verbraucher hier in Europa als für die Verbraucher in Amerika, was Sie vorhaben. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, Herr Straubinger. Das geht ja überhaupt gar nicht. Frau Kollegin Höhn, Sie wissen haargenau, dass wir die grüne Gentechnik ablehnen in Europa. Und deshalb wird sie auch nicht den Zutritt haben. Ganz einfach. So ist es. So, jetzt kommt die Kollegin Künast zu ihrer Fragestellung. Also, Herr Straubinger, das Einzige, was ich jetzt gut fand, war der Satz, den Sie gesagt haben, Sie wissen genau, dass wir die grüne Gentechnik ablehnen. Vor 10 Jahren ist Ihnen das auch noch nicht über die Lippen gekommen, da hätte sich eher Ihr Stift verbogen oder sonst was, aber ist ja schon mal was. Sie haben bei dem Thema Verbraucherschutz und welchen Prinzipien folgt das, von wissenschaftsbasiert geredet. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass es hinsichtlich der Frage der Prinzipien in Europa und in den USA oder in Kanada eine grundsätzlich andere Herangehensweise gibt? Bei uns ist es das Vorsorgeprinzip, das Precautionary Principle, das sagt, wenn es wissenschaftliche Hinweise darauf gibt, für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit eines Schadens, dann gehen wir los zur Sicherheit der Verbraucher, ihrer Gesundheit oder der Umwelt und sagen, diesen Stoff lassen wir nicht zu oder sagen, er ist nicht verkehrsfähig, während die Amerikaner eher dem WTO-Prinzip folgen und sagen, erst wenn, ich überziehe es mal etwas, weltweit alle Wissenschaftler sagen, das ist gefährlich und löst bestimmt Krebs aus, erst dann würden die Amerikaner einen Stoff verbieten und aus dem Verkehr ziehen. Das sind nicht zwei identische Prinzipien. Und ich frage Sie, wie meinen Sie, dass man in CETA sicherstellen kann, dass unser Vorsorgeprinzip, mit dem wir alte, junge und Babys vor gesundheitlichen Gefahren schützen in vielen Dingen, wie soll das denn bei CETA verankert werden, wenn es nicht drinsteht und bekräftigt ist an der Stelle, sondern eher droht, später in der regulatorischen Kooperation unter die Räder zu kommen? Ich weiß nicht, wie Sie das machen wollen. Sie reden es einfach nur weg. Frau Kollegin Künast, wir reden hier nichts weg, aber dieser vorsorgende Verbraucherschutz, der bei uns die Gültigkeit hat, der findet auch tagtägliche Anwendung. Und wir haben ja gestern auch eine Frage entschieden, hier, was heißt im Parlament ja mitgehabt. Und hier gibt es eben auch auf wissenschaftlich basierter Basis, wurde dargelegt vom Bundesministerium für Landwirtschaft, und aufgrund natürlich der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der wissenschaftlichen Erarbeitung durch die nachgeordnete Behörde, dass der Wirkstoff Glyphosat hier eine Zulassung also bekommen soll. Also das ist auch im Vorsorgeprinzip letztendlich mit entstanden und nicht unter dem Gesichtspunkt der Kampagnenfähigkeit in einzelnen Teilen, die wir mit haben. Und da bin ich sehr zuversichtlich,
dass wir hier dies beherrschen können. Und angesichts dessen, dass in Amerika auch Verbraucherschutzgültigkeit hat, das werden Sie ja wohl nicht bestreiten, Frau Kollegin Künast, dann werden wir sicherlich auch vernünftige Regelungen und Umsetzungen dann damit haben. So. Herr Kollege Straubinger, Sie haben schon ausführlich und außerordentlich freigebig Zusatzfragen, Zwischenfragen zugelassen. Es gibt eine weitere vom Kollegen Bartel. Jawohl. Würde ich dann allerdings vorschlagen, dass wir etwas zurückhaltend sind nach dieser Zwischenfrage. Ja, genau diese sollte nämlich meine Zwischenfrage auslösen, denn Kollege Straubinger, geben Sie mir recht, dass zu alledem, was jetzt hier in Zwischenfragen an Textbausteinen von CETA uns um die Ohren gehauen wird, kein Antrag heute hier vorliegt und wir darüber jetzt eigentlich gar nicht beraten. Und dass zweitens, der grünen Antrag steht ja heute gar keine zur Entscheidung an und die anderen auch nicht. Und das Zweite ist, dass genau das Verfahren, das die Koalition mit vorgeschlagen hat im Wirtschaftsausschuss, nämlich jetzt in Ruhe darüber zu beraten, wenn der deutsche Text vorliegt, und genau dann all diese Probleme zu wälzen, die jetzt hier vorgetragen werden, dass das genau der Sinn und Inhalt unserer Bestrebungen ist und dass es uns jetzt hier überhaupt nicht weiterführt, uns links und rechts einzelne Kapitel von CETA um die Ohren zu hauen. Da haben Sie, Herr Kollege Bartel, völlig recht, dass diese Verfahren also das richtige Vorgehensweise also mit darstellt. Aber ich habe offensichtlich den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen der Opposition lieber vorher immer diskutieren, um stärker über Mutmaßungen zu diskutieren, als wie über Inhalte. Und deshalb also pflichte ich Ihnen bei, dass wir das Verfahren ganz geordnet sozusagen also tätigen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur zum Schluss feststellen, die deutsche Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein gehöriges Interesse daran, dass wir mit internationalen Vereinbarungen weiterhin also positiv auf die Märkte also mittreten können. Das gilt für viele Bereiche und vor allen Dingen damit ermöglichen wir auch, dass Arbeitsschutzstandards auch in den Ländern mit angehoben werden. Es hat noch kein einziges Abkommen dazu geführt, dass Arbeitsschutzstandards geschleift worden wären, lieber Kollege Ernst, wie es immer auch befürchtet wird. Und beste Beispiele sind ja auch über Handel, insbesondere auch, wenn man über den Zugang von Entwicklungsländern zu unseren Märkten hier auch mitredet, aber unsere Handelsunternehmen beauftragt werden, letztendlich Vereinbarungen zu schließen, dass Kinderarbeit verboten ist, dass bessere Arbeitsschutzstandards geschaffen werden, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann in diesen Ländern zu schützen. Also wir sollten nicht so viel Ängste hier in die Gesellschaft hineintragen, Ängste hineintragen, die in keinster Weise begründet sind, sondern im Gegenteil, die letztendlich vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, Hilfestellung geben und Positives bewirken. In diesem Sinne, herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU war das Max Straubinger. Vorletzte Rednerin in der Debatte um das CETA-Abkommen ist jetzt Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist ganz selbstverständlich, dass der Prozess des Vertragsentstehens nicht so ausgestaltet werden kann, dass elementare Prozessschritte, wie zum Beispiel die Ratifikation von Verträgen, hinterher untergraben sind. Insofern ist es auch ganz selbstredend, dass ein Prozess, der im Bereich einer vorläufigen Anwendung dazu führen würde, dass ein faktisches Untergraben dieses Ratifikationsprozesses daraus folgt, dass so etwas mit uns auch nicht mitgemacht wird. Jetzt aber die Frage, was wir zum jetzigen Zeitpunkt daraus für eine Schlussfolgerung ziehen. Und Dirk Wieser hat ja auch schon zu Recht darauf hingewiesen, wir haben maßgebliche Änderungen jetzt schon über die letzten Monate hinbekommen, auch auf Drängen unseres Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit. Dadurch sind Dinge verändert worden, die noch kurz vorher
auch von Ihnen, aber auch Teilen aus unseren Reihen, allein von dem formalen Ablaufprozess her gesehen, als undenkbar erschienen. Man hat gesagt, nein, das ist ausverhandelt, wir sind nur noch in der Rechtsförmlichkeitsprüfung, das geht ja eigentlich formal gar nicht. Die anderen verlassen sich ja auch auf diesen Prozess. Aber nein, beim genaueren Hinschauen hat man gesehen, das ist nicht vertretbar, man kommt so nicht weiter. So ein Prozess, so ein Vertragsergebnis wird hinterher nicht abstimmungsfähig sein. Also musste man sich natürlich hinsetzen und sich diesen Dingen widmen. Und deswegen ist auch der Prozess der Auseinandersetzung genau mit diesen Punkten, die wir für möglicherweise nicht anwendbar, nicht praktizierbar halten, notwendig. Und da ist die Schiedsgerichtsbarkeit ein Element, aber nicht das einzige. Und wir sind gerade genau in diesem Prozess. Frau Dröge, Sie haben auch erwähnt, inwiefern dieser Prozess auch wichtig ist, auch die Auseinandersetzung hier im Parlament, diese Dinge zu klären. Und ich denke, gerade mit Blick auf die sehr differenziert oder wie soll man sagen, sehr unterschiedlich lautenden Positionen alleine aus meiner Fraktion und den Koalitionspartner ist auch zu erkennen, dass wir hier noch große Klärungsbedarfe haben. Ich möchte auch noch mal bei dem Punkt ansetzen, was wollen wir eigentlich überhaupt von Freihandelsabkommen? Also wenn wirklich gesagt wird und einfach unterstellt wird, das ist ja gerade schon aufgegriffen worden, wir würden eben an sich dem Wissenschaftsansatz folgen und damit quasi das Vorsorgeprinzip über Bord werfen, dann würde ich sagen, nee, da haben wir keine Grundlage, zu einer Einigung zu kommen. Ebenso wenig, wenn unterstellt wird, Freihandel wäre im Grunde genommen der freie Markt und das wollten wir. Nein, wir sind eigentlich schon einen Schritt weiter. Wir haben doch erfahren über die letzten Monate, dass es sich zuspitzt und genau dort der Kristallisationspunkt liegt, dass wir einerseits Handel wollen, in der globalisierten Welt auch Handel brauchen. Als Exportnation wäre das auch schwer anders vorstellbar, aber dass wir Regeln brauchen. Und die Vereinbarungen auf der UN-Ebene vom letzten September haben auch gezeigt, die UN-Nachhaltigkeitsziele, dass wir noch großen Bedarf haben, uns auch gemeinsam Regeln zu geben. Ich finde, unser Hauptklärungsbedarf ist darin gelegen, noch mal herauszuarbeiten, inwiefern auch tatsächlich diese Verhandlungsmandate und die Prozesse, die daraus entstanden sind über die letzten Jahre, tatsächlich auch dem gewachsenen Klärungsbedarf und Handlungsbedarf für eine gerechtere Welt, für faire Handelsbedingungen, wie weit die auch tatsächlich kompatibel sind mit den teilweise sehr alten Verhandlungsaufträgen, die zurzeit noch in der Mache sind. Und wir sind im besten Prozess, genau dieses zu klären. Und insofern finde ich es auch verfehlt, jetzt den Augenmerk auf die vorläufige Anwendung zu einem Zeitpunkt zu richten, wo wir noch gar nicht wissen, was hinterher überhaupt in die vorläufige Anwendbarkeit bestenfalls kommen kann. Und vielleicht noch zum Schluss, ich habe noch wenige Sekunden, wenn Sie, Herr Pfeiffer, nun jetzt hier sich bemüht haben, ein paar Mittelständler zu zitieren, die sich das so vorstellen, wie Sie sich das vorstellen. Ich fange erst gar nicht an, die Mittelständler zu nennen, die große Vorbehalte haben und die gerne fairen Handel wollen, statt den Freihandel, den Sie verstehen. Und ich glaube, wenn ich die alle aufzählen würde, wir würden noch über Pfingsten hier sitzen. Vielen Dank. Abschließender Redner in dieser Aussprache ist der Kollege Rainer Spiering für die SPD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja vielleicht interessanter Tag, kurz vor dem Pfingstfest heute dieses Thema zu debattieren. Unbemerkt von, ich glaube, großen Teilen, der ist angekommen, ne? Unbemerkt von großen Teilen von uns selbst und der Bevölkerung ist Deutschland zu einem der größten Agrarexporteure der Welt geworden. Das hat vielleicht die eine oder andere Folge, die uns vielleicht in Deutschland auch nicht schmeckt. Aber Fakt ist, Deutschland ist einer der größten Agrarexporteure geworden. Und zwar auf der Basis unseres vorsorgenden Prinzips und auf der Basis sehr wohl überlegter Produkte. Und wir haben vorgelagert zu einer ausgesprochen intensiven und erfolgreichen Landwirtschaft, vorgelagert eine sehr intensive und gut funktionierende deutsche Landmaschinentechnologie. Und vielleicht, wenn wir mal das Augenmerk darauf richten, dass ja, ein Freihandelsabkommen kann Komplikationen bieten, die diskutieren wir hier jetzt, vielleicht auch im großen Rahmen im Rechtsraum. Vielleicht kann man aber auch mal eine Umkehrung machen und vielleicht sollten wir uns im Moment dem zuwenden, welche Chancen uns das bieten kann. Und vielleicht ist es ja auch eine Chance, die Basis unserer Produktion in andere Länder zu exportieren.
Und vielleicht sind ja auch andere Länder dazu in der Lage zu akzeptieren, dass wir unglaublich gute Produkte haben. Und Frau Höhn, Frau Künast, Sie haben das eben gesagt, das funktioniert bei uns nach dem Vorsorgeprinzip. Und vielleicht sind ja auch andere Länder dazu in der Lage zu akzeptieren, dass wir unglaublich tolle Produkte haben. Der kanadische Markt unter anderem ist sehr aufnahmefähig für Milchprodukte. Wir haben eine sehr intensive Milchproduktion. Wir haben zurzeit gerade in dieser Milchproduktion intensive Probleme. Und deswegen stelle ich mir die Frage, ob wir nicht mal eine Umkehrung machen können. Der Ideengebung eines Freihandelsabkommens, bei aller Kritik, die daran geübt wird. Also, wir haben alle importierten Güter der Agrar- und Ernährungswirtschaft, müssen weiterhin die strengen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der EU oder Kanada erfüllen. Kanada akzeptiert einen sehr umfassenden Schutz für europäische geschützte Ursprungsbezeichnungen. Keine Verpflichtung für die EU, Rechtsvorschriften zu ändern, bei denen die Einfuhr von genetisch veränderten Landwirtschaften, Kulturpflanzen kontrolliert wird. So, jetzt erlaube ich mir mal den Schlenker auch, was die Genveränderung von Produkten angeht. Und das ist meine sehr ursprüngliche Meinung dazu. Wissenschaft ist auch immer nur der Zeitpunkt des Wissens, das ich jetzt habe. Und für mich persönlich, gerade bei der Veränderung von Gengut, kann mir eigentlich überhaupt kein Wissenschaftler sagen, ob das auf Dauer gut geht. Egal, wie stark er in der Forschung ist, er kann mir das nicht sagen. Und deswegen sage ich auch, dass wir mit genveränderten Produkten nichts zu tun haben wollen. Und das ist auch die Meinung der SPD-Fraktion, weil Wissenschaft da auch an ihre Grenzen kommt. Das kann man Science-Based nennen, aber da ist die Grenze. Und deswegen wollen wir das auch nicht. Und deswegen nehmen Sie uns bitte ab, dass wir alles tun werden und auch dafür gerade stehen, dass so etwas nicht passiert. Und das Vertrauen sollte man haben. Und jetzt Frau Höhn, komme ich zu der Frage, die Antragsgrundlage ist. Und auch da erlebe ich so für mich etwas, was ich schade finde. Also wir haben 2009 über die Lissabon-Verträge einen sehr wichtigen und effizienten Schritt gemacht. Ob der gut war, der wird hier nämlich gerade diskutiert. Nämlich der Schritt, die Handelspolitik in die Hände der EU zu legen. Ich weiß nicht, ob sich alle damals darüber im Klaren waren, welch weitreichender Schritt das ist. Aber es ist zu ein ganz elementarer Schritt zur Europäisierung des gemeinsamen Marktes zu machen. Und genau da grätschen wir jetzt rein. Und wenn Sie die Frage der Anwendung ansprechen, dann haben wir zwei Kriterien, die sicherstellen, zumindest nach meinem Dafürhalten sicherstellen, dass es nicht in Kraft treten kann, wenn das Europäische Parlament und der Europäische Rat es nicht wollen. Und nach den geltenden Rechtsvorschriften und wie wir im Moment europäisches Recht umsetzen, wird die Inkraftsetzung nicht erfolgen, wenn der Europäische Rat und das Europäische Parlament nicht zustimmen. Und dann ist die große Bitte, und deswegen eben der Hinweis auf Pfingsten, dass wir doch bitte mal einmal dem Europäischen Parlament trauen und glauben und auch an die große europäische Idee glauben. Danke schön. Vielen Dank. Ich schließe damit die Aussprache. Wir kommen jetzt zu dem Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 8391. Die Fraktion Die Linke wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen von CDU, CSU und SPD wünschen die Überweisung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Nach ständiger Übung stimmen wir zunächst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die Überweisung an den Ausschuss? Den bitte ich um ein Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Überweisung beschlossen mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und von Bündnis 90 Die Grünen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 18b, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Für eine lebendige Demokratie, fairer Handel statt TTIP und CETA. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 8128 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6818 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Den bitte ich um ein Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung
von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, meine Damen und Herren, das war das Kapitel CETA.